Medizinhistorische Ausstellungen zu ausgewählten Bereichen der Geschichte der Naturkunde gibt es in Deutschland hier und dort schon länger. Beispielsweise Ausstellungen zu Eduard Bilz in Radebeul bei Dresden oder zu Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen. Hier in Hattingen-Blankenstein in der Klinik für Naturkunde haben wir jetzt erstmals eine Ausstellung geschaffen, die den gesamten Bogen von 1750 bis in die Moderne spannt. Damit konnte erstmals ein breiter Überblick über die gesamte Geschichte der Naturheilkunde gegeben werden. Inhalte der Ausstellung sind die klassischen Naturheilverfahren, ihre Entwicklung und ihr Stellenwert durch die Jahrhunderte. Auch heute sind die klassischen Naturheilverfahren hochaktuell. Die Lehre zu diesen Verfahren gehört als grundlegender Inhalt der ärztlichen Ausbildung an allen deutschen Universitäten zum Pflichtprogramm für Medizinstudenten. Über 40.000 Fachärzte tragen die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren. Unsere Ausstellung beginnt mit einer großen Übersichtstafel, die den Zeitraum von über 2.500 Jahren umspannt. Im engeren Sinne umfasst die Ausstellung jedoch den Zeitraum von 1750, als erstmals ein dogmatischer Anspruch des Faches Naturkunde gegeben ist, bis in die Moderne. Schon der griechische Arzt Hippokrates stellte um 400 vor Christus die Forderung nach einer moderaten Lebensweise mit Ruhe, ausreichend Bewegung, einer ausgewogenen Ernährung und positiven geistigen Impulsen. Über die Jahrhunderte war dieses einfache Prinzip die Grundlage der offiziellen Medizin. Die Inhalte der klassischen Naturheilverfahren, wie wir sie heute in der Klinik für Naturkunde in Hattingen-Blankenstein einsetzen, sind demnach so alt wie die Medizin selbst. Heute selbstverständlich gepaart mit modernster Diagnostik und zeitgemäßer Therapie. Die moderne Idee zur Naturheilkunde kann sehr präzise zurückverfolgt werden. Eine zentrale Forderung formulierte Jean-Jacques Rousseau. Orientiere dich in allem an der Natur und ihren Maßstäben und du wirst gesund und glücklich leben. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau war der Meinung, dass die Wissenschaftserkenntnisse alleine dem Menschen nicht zu einem besseren Leben verhelfen können. Deshalb muss sich der Mensch selbst erlösen im Diesseits durch eine naturbezogene Lebensweise. Rousseaus Forderung wurde um das Jahr 1750 zunächst von englischen Ärzten, beispielsweise John Floyer, und deutschen Ärzten, unter anderem Dr. Sigmund Hahn, aufgegriffen und mündete in der sogenannten Hydropathiebewegung. Hier standen Kaltwasseranwendungen im Vordergrund. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts werden statt der Bezeichnung Hydropathie die weniger abschreckenden Begriffe Naturheilkunde und Naturheilverfahren verwendet. Diese Begriffe wurden 1849 vor allem von dem bayerischen Militärarzt Lorenz Gleich geprägt. Aber auch energische medizinische Laien wie Vinzenz Priesnitz, Johann Heinrich Rause oder Eucharius Oertel hinterließen einen nachhaltigen Eindruck. Der Bauer Vinzenz Priesnitz hat in Gräfenberg, Österreich-Schlesien, eine erste Wasserheilanstalt ins Leben gerufen. Diese war Vorbild für 60 weitere in Deutschland und 40 weitere Wasserheilanstalten in Österreich. Man hat das volle Recht, von dem Auftreten Priesnitz an eine neue Epoche der Hydrotherapie zu datieren. Der Fuhrmann Johann Schroth war ein Mitschüler von Vinzenz Priesnitz. Er führte sozusagen gegenüber von Gräfenberg in Niederlinder Wiese eine eigene Heilanstalt. Dort benutzte er neben den monomanen Wasseranwendungen auch erste Formen der Ernährungstherapie. So merkwürdig es klingt, erst in dem Maße, wie Schroth sich neben Priesnitz heraufarbeitete, geschah der Fortschritt vom Wasserheilverfahren zum Naturheilverfahren. Damit war auch die Ernährungstherapie zu den klassischen Naturheilverfahren dazugekommen. Trinken Sie Wasser, trinken Sie Wasser, es ist alles hier. Heute beginnen wir die Behandlung. Zu Beginn beschränken wir uns auf 57 Becher. Morgen werden Sie 75 schlucken, übermorgen 90. Nach dieser Regelung und Anstieg sind Sie innerhalb von 3 Monaten vollständig geheilt.
Der Buchhändler Adolf Just brachte die Heilerdetherapie in die Naturkunde ein. 1896 gründete er den ersten Jungborn im Harz. Heute würden wir sagen, ein Gesundheitszentrum. Bis 1911 folgten fast 900 Jungborne in Deutschland. Nachdem nun die Wasser-, die Ernährungs- und die Heilerde- und Lehmtherapien integriert waren, vervollständigten der Färber Arnold Rikli mit den Licht- und Lufttherapien und der schwedische Dichter Per Henrik Ling mit der schwedischen Heilgymnastik und Massage die Naturheilverfahren. Die Ordnungstherapie wurde bereits von Sebastian Kneipp erwähnt, aber erst später von Max Bircher-Benner explizit so benannt. Die Vorstellungen der Naturheilbewegung umfassten im Wesentlichen vier Punkte. Erstens, die Naturheilkunde ist stets eine arzneilose Therapie. Dieses Dogma hielt sich bis ins Dritte Reich hinein. Zweitens, Impfungen sind abzulehnen. Drittens, die Instinkttheorie steht im Vordergrund. Das heißt, jeder werde instinktgemäß sein Leben ohnehin richtig führen. Und viertens, ein naturgemäßes Leben kann alle Krankheiten vermeiden. Um 1850 kann die Naturheilbewegung als abgeschlossen gelten. Es schließt sich die Lebensreformbewegung an. Es treten hier zwei große Persönlichkeiten auf die Bühne der Naturkunde. Zum einen der Weber und Pfarrer Sebastian Kneipp und zum anderen der Geschäftsmann Eduard Bilz in Radebeul bei Dresden. Die Besonderheiten vom Pfarrer Kneipp waren die Einführung einer gezielten Gusstherapie in die Medizin und die enge Einbeziehung seines christlichen Glaubens in seine Tätigkeit. Erst als man den Zustand ihrer Seele erkannte und da Ordnung hineinbrachte, ging es mit dem körperlichen Leiden auch besser. Gesundheitsbücher für die Bevölkerung wurden um die Jahrhundertwende zum Verkaufsschlager. Besonders ist auf die erste Naturärztin Deutschlands, Anna Fischer-Dückelmann, hinzuweisen, die ein Gesundheitsbuch mit dem Titel »Die Frau als Hausärztin« verfasste, angeregt durch Eduard Bilz, bei dem sie ein Vierteljahr hospitierte. Eduard Bilz war sehr sozial. Er hatte, um seine Gesundheitsbücher allen Menschen zugänglich zu machen, auch die Möglichkeit gegeben, Einzelausgaben zu kaufen, die Erwerber später zu einer Gesamtausgabe zusammenbinden konnten. Seine Bilzbrause aus dem Jahre 1905 ist bis heute bekannt. Sine Alkohole, ohne Alkohol, kurz Sinalco. Um das Jahr 1900 kam es zu einer Akademisierung der Naturkunde. Die Ärzte nahmen sich auf wissenschaftlichem Niveau der Naturkunde an. Es entstanden mehrere Professuren an der Charité in Berlin und an der Universität Jena. Im Dritten Reich entstand die sogenannte biologische Medizin. Sie bestand aus der Homöopathie, der Schüsslertherapie und der traditionellen Naturheilkunde. Biologische Medizin galt als Nationalsozialismus auf ärztlichem Gebiet. Exemplarisch zeigt die Ausstellung das sogenannte Dresdner Experiment mit dem Naturarzt Professor Brauchle und dem Internisten Professor Grote. Hier arbeiten Schulmedizin und Naturheilkunde erstmalig in der Geschichte wissenschaftlich und klinisch eng zusammen. Nach dem Krieg entwickelte sich in der DDR vor allem die Physiotherapie weiter. Im Westen blieben die Naturheilverfahren weitgehend erhalten. Um 1950 kamen zu den klassischen europäischen Naturheilverfahren auch mehr und mehr ausländische Therapien nach Deutschland. In den Praxen wurden Elemente der chinesischen Medizin, die Akupunktur, oder Elemente der indischen Medizin, die ayurvedischen Therapien, angewendet. Man spricht daher von dieser Zeit von komplementärmedizinischen Verfahren
bzw. von der integrativen Medizin. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur einen staatlichen Lehrstuhl für Naturkunde in Deutschland. Der Inhaber war Professor Malte Bühring. Bühring verstand die Naturheilverfahren als einen festen Bestandteil der konventionellen Medizin. Die Naturheilkunde zählt zu den bedeutendsten Medizin- und Therapieformen innerhalb der sogenannten Schulmedizin. Dies soll auch diese Ausstellung verdeutlichen, dass es nur eine Form der Medizin gibt und Naturkunde und konventionelle Medizin, die Schulmedizin, niemals getrennt waren. Ich möchte allen Museen, Leihgebern und Sponsoren danken, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Die Ausstellung ist in dieser Form einzigartig.